An den Anblick hat man sich mittlerweile fast gewöhnt. Schon wieder sind im Wattenmeer Pottwale verendet. Hier in Dithmarschen wurden seit Sonntag insgesamt 10 Tiere entdeckt. Es ist damit der größte je gemachte Pottwalfund in Schleswig-Holstein. Die Mitarbeiter des Landesbetriebs für Küstenschutz stellt das vor große Herausforderungen. Denn die bis zu 15 Meter langen Kadaver müssen möglichst schnell aus dem Watt gezogen werden. Am Mittwochmorgen konnten die ersten Tiere mit Raupenfahrzeugen geborgen werden. Per Tieflader werden die Wale später zum Meldorfer Hafen transportiert. Dort sollen sie dann untersucht und später zerlegt werden. Betroffen zeigte sich auch Umweltminister Robert Habeck, der bei den Bergungsarbeiten vor Ort war. Ich weiß gar nicht, man kann es gar nicht in Worte fassen, vielleicht nur in Lieder und Gedichte oder sowas. Also dass so große Lebewesen auch in den Bildern, die man dann mitbringt und kennt aus Fotos und Filmen, dass die jetzt hier einfach so sinnlos und massenweise rumliegen, das kriegt man irgendwie nicht übereinander geschnitten. Pottwale verirren sich immer wieder in die für sie viel zu flache Nordsee und verenden dort. Mit dem Fund in Dithmarschen sind es in diesem Jahr bereits mehr als 20 Tiere.